Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Messy Facts. Ich bin's, euer Orlan, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind immer noch auf den gleichen Planeten wie vorher und wir haben den Sender ja nicht hier angefunden, wo er eigentlich sein sollte. Laut Ashley Williams sollte der hier sein. Und deswegen sollen wir jetzt weitergehen, da sie uns erzählt hat, dass es hier irgendwo ein Lager gibt, ein Forschungslager. Deswegen begeben wir uns da jetzt mal hin. Ich denke mal, hierher ist richtig. Ja, normalerweise schon, okay. Von hinten kamen wir her. Na, gucken wir mal. Hier soll es also schon sein. Hoffentlich sind hier nicht zu viele. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Oh nein. Da hängen sie alle. Gott, sie leben noch! Was haben die Gate Ihnen angetan? Drücken Sie R, um eine Granate zu werfen. Warten Sie auf die zeitgesteuerte Detonation oder drücken Sie R erneut, um sie detonieren zu lassen. Okay. Also, R. Zack, und dann BAM! Den haben wir. Ja, ich lebe noch. Scheiße, Mann. BAM, Junge! Alter, was halten die denn aus? Auch wenn die nicht laufen können und so, also nicht schießen können, ist trotzdem ein bisschen tricky eigentlich. Okay, also haben wir es jetzt mal mit ein paar schwierigeren Gegnern hier zu tun. Upgrade-Kiste, ach da hinten, okay. Gut, was haben wir denn hier? Ah, das ist schon genau Medigel und Geld ein bisschen. Also müssen wir jetzt mal hier das kurz mal hier untersuchen. Alter, ich habe mich gerade erschrocken. Krass. Wir haben eine Kiste, Zweige, Hurricane. Alles nehmen wir natürlich. Ah, ich dachte, hier ist jetzt irgendwas. Aber das habe ich nicht wohl getäuscht. Hierdurch kommen wir auch nicht. Okay, gut. Warte, war hier gerade was? Nee, nur sprechen. Aber hier die ist. Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Ah, da sind die ganzen Dinger drin. Mit den Bewegungstasten WASD und S können Sie zum Zentralkern vorrücken. Vorsicht vor dem Sicherheitsprogramm. Starte mal über manuelle Überbrückung. Wie jetzt? Ja, wie jetzt? Ja, muss ich mal erklären. Ach so. Ah ja, Überbrückung geschafft. Gut. Alles klar. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Born und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Okay, die sind aber... Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Okay, sind halt ein bisschen, ist der Kerl nicht sehr optimistisch. Deswegen, ich guck mal kurz hier wegen Einstellungen, weil ich finde hier ist ein bisschen zu, nicht so hell. Machen wir mal auf 30. Filtermodus. Hoch. Ultra hoch. Okay, wenn das anwenden. So, ich denke mal, so ist ein bisschen besser. Bisschen heller auch. Ja, okay, das war's dann auch. Gut, gehen wir raus. Ah ja, ein bisschen ist jetzt besser. Und wir haben einen neuen Eintrag gekriegt ins Tagebuch. Den Sender führen Sie haben, das kommt. Hä? Nee. Ja, gut, sprechen Sie mit Captain Anderson im Kommunikationsraum.
Achso, zum Raumhafen. Dr. Velvet hat ihnen berichtet, dass der Sender zum Raumhafen von Eden Prime gebracht wurde. Sie müssen dort eintreffen, bevor ihnen die Gate unter die Kontrolle bringen. Gut. Codex, haben wir auch noch irgendwas Neues? Nee, doch hier. Wenn die Gate einen Standort eingenommen haben, treiben sie die toten und lebenden Opfer zusammen und spießen sie auf mechanische Dornen. Diese Dornen verwandeln die Opfer blitzschnell in ausgelaugte Hüllen, indem sie ihnen Wasser und Mineralien entziehen und sie durch kybernetische Komponenten ersetzen. Die kybernetischen Komponenten reanimieren das tote Fleisch und Gewebe und verwandeln die Leichen in seelenlose Tötungsmaschinen. Einige der Allianzsoldaten nennen diese Absaugdornen Drachenzähne. Eine Referenz an die mythologische Erzählung von Kämpfern, die überall dort dem Boden entsprangen, wo die Zähne des Drachen Ares eingepflanzt wurden. Die Drachenzähne und das Erzeugen von Husks haben wenig mit der sonstigen Technologie der Geth gemeinsam. Es ist unbekannt, warum diese synthetische Lebensform sich die Mühe macht, winzige Mengen wiederverwendbarer Spurenelemente aus organischen Körpern zu extrahieren. Der Einsatzwert der Husks als Stoßtruppen ist dagegen offensichtlich. So, ja, dann, gut. Das sind also diese Viecher, die menschlichen Überreste. Also können wir jetzt auch weitergehen und zum Raumschiffhaus gehen. Einer fehlt doch hier, oder nicht? Oder ist sie schon vorgerannt? Anscheinend ist sie also doch schon vorgerannt. Gucken wir mal. Saren! Mylas! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Das sieht übel schnell aus. Mit dieser Fähigkeit Overkill können Sie schneller und genauer schießen. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Warte mal kurz. Wählen Sie ein Kraftsymbol mit einer Linksklick aus, halten Sie... Was ist das da hinten? Jetzt. Wählen Sie ein Kraftsymbol mit einer Linksklick aus, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie diese Kraft zum Schnell-Dings. Overkill. Hier rein. Achso, dann kann man halt ein bisschen treffen. Alles klar. So. Oh. Da kommt der nächste schon. Warte, wie viel Damage sind jetzt? Da muss ich nicht schwarz, wie so an mir rankommen. Ah, ich hab, glaube ich, nichts abgezogen. Gleich kann man die Fähigkeit wieder verwenden. Overkill ist schon mal ziemlich praktisch. Nehmen wir auch alles mit. Wo ist da einer? Auf wen schießt ihr da, Leute? Ist da hinten einer? Ja, kommt erstmal mit, Leute. Später kümmern. Wir gehen jetzt erstmal da in die Tür rein. Und hier die Kiste. Universal gehen. Bitte wird das ja, können wir das wieder öffnen, genau. Starten wir eine Überbrückung. Okay, zack, zack, zack. Alter.
Ah, ne, ja, nochmal kurz. So. Starten. Nein, nein, nein. So. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind Sie weg? Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Sehr vernünftig. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Sie verstoßen gegen das Gesetz, Cole. Wir tun doch keinem weh. Himmel, ich weiß ja meistens nicht mal, was in den Paketen ist. Ich dachte einfach nur, es könnte was Nützliches sein. Ich kenne also jetzt nicht Reden und Böse, sie verschweigen noch was. Sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Ist das all? Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um diese Kolonie zu retten. Sind Sie sicher, dass hier nichts mehr ist, das uns helfen könnte? Doch, da ist noch was. Ich wollte sie verkaufen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber Sie haben sie wohl eher verdient als ich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er? Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Außerdem bin ich kein Verräter. So, Stinger und Kampfsensor. Also eine okay, Pistole vergessen und Sie es. Ich habe Waffe mich um wichtigere Dinge alles zu nehmen. Kümmern. Dankeschön. Kann ich auch irgendwie rein? Vielleicht haben Sie hier auch noch... Ah ja, super. Hier ist auch noch was drin. Achso, muss ich erstmal kurz schließen wieder. Interessant. Das macht irgendwie schon Spaß. Oh Mann, das schaffe ich jetzt nicht in der Zeit mehr. Doch, jawohl, hey. Hurricane, Schrotflinte, Pensionsgewehr, Reaper und das, okay. Nehmen wir alles natürlich raus. Mehr haben wir auch nicht. Also können wir kurz I drücken, ne? Klicken ja auch die Filterreihe, um zwischen den Gegenstandsarten hin und her zu. Ja, ist ja okay. So. Sturmgewehr haben wir noch ein anderes, was viel, viel besser ist. Denke ich mal, noch mehr Schaden. Wir nehmen einfach mal das hier. Können wir die Upgrades übertragen. Strohflinte haben wir ja auch noch andere. Strohflinte ist eh eher für einen Fernkampf. Deshalb können wir uns hier einfach irgendeine aussuchen. Pistole. Die ist natürlich richtig gut hier. Benutzen wir die mal. Upgrades benutzen wir auch. Haben wir hier auch irgendwas? Kampfsensor. Nehmen wir auch mal. Das Scharfschützengewehr. Nehmen wir auch mal drauf. Das irgendwelche Upgrades? Nee. Vielleicht hiervon was?
Munitionsupgrade. Die Munition wurde entwickelt, um Metall zu durchdringen. Sie ist besonders für synthetische Ziele geeignet. Nehmen wir das hier mal. Für die ganzen Maschinen. Können wir dich auch vielleicht irgendwas ausrüsten? Vielleicht dir irgendwas Besseres auch geben. Hier ist mal die Schrotflinte. Na, aber ausrüsten können wir dich leider nicht mit irgendwas. Pistole hast du vielleicht. Haben wir sicherlich auch eine bessere für dich. Nehmen wir die. Die Striker kriegst du. Mit einem Munitionsupgrade. Und da haben wir leider nichts. Okay. Dann zurück. Haben wir Anzug. Ah, wir haben hier auch noch. Ah, okay. Für andere Sachen haben wir auch was hier. Ashley könnte den anziehen. Der ist besser als ihre jetziger. Also kriegt sie jetzt meinen Nummer 7 Anzug an. Und hier kann sie das auswählen, aber leider gibt es dafür nichts. Gut. Dann sind jetzt erstmal alle wieder vernünftig ausgerüstet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter. Und wählen mal die Waffe aus. Weil ich weiß nicht, ob sie den einen jetzt umgebracht haben, der hier war. Oder ob der, was war das gerade? Oder ob der noch lebt. Hier gibt es nämlich nichts, glaube ich. Nee. Okay, okay. Also müssen wir ja wohl wahrscheinlich hier hoch. Momentchen. Wir kümmern uns direkt um ihn. Commander, es ist Nihlus. Oh, ich verliere was. Leute, kommt da raus. So, kann ich hier rausnehmen? Okay, gut. Okay, also das macht Aua. Das müssen wir uns schon mal merken. Wir dürfen also nicht reinrennen. Das ist gut. Also gehen wir jetzt mal nach Nihlus. Ist er jetzt wirklich tot? Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Sie sagen, Nihlus wurde von einem Turianer getötet. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist.
Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Sie fallen nach oben, um ihren Squad zu befehlen, vorzurücken. Ich muss von hier weg. Ah, interessant. So, Leute, jetzt geht's ja richtig zur Sache. Bellung. Krass. Ah, jetzt wieder etwas. Ah, nee, schade, ich dachte, wäre was. Kurz Waffe wechseln. Wo sind die denn Gegner? Aua. So. Get Verwüster. Wie kann ich das denn aussuchen? Diese Rechtsdrehung, drehen Sie die Kamera, können Sie Get Zerstörer erfassen. Werfer, genau. Okay, setz das vielleicht mal ein. Dann müsst ihr erstmal hier hinkommen, Leute. Kommt schon. Etwas schneller. Wo ist er hin? So, und jetzt Werfer. Oh, okay. Also kannst du es ja doch. Musst du halt nur ein bisschen näher ranstehen. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter runter. Zeigen Ihnen jetzt, wo der Haken hängt, wer der Boss ist. So. Den haben wir. Wo müssen wir weiter vorrücken? So. Okay, also muss da wieder Dings hin. Ah, kann er gar nicht einsetzen, alles klar. So. So, gut, der ist schon mal weg. Hier ist also noch einer. Den haben wir auch. Wo seid ihr denn heute? Bin noch da hinten am Stehen. Und immer nach vorne hin. Genau da. Und bücken bitte. Genau. Oh, da müssen wir noch kurz warten. Den haben wir. Warum setze ich eigentlich nicht mal so ein Präzisionsgewehr ein dafür? Und nicht so jetzt. Bam, Junge. So. Der Weg ist frei, Leute. Und weiter geht's. In der nächsten Folge werden wir uns weiterbegeben. Den Gang der entlang. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei bei einer neuen Folge von Mass Effect. Bis dahin. Ciao.